Hallo liebe Leute, folgend geht es darum, wie SPD-Parteichef Lars Klingbeil bei NTV Alice Weidel und die AfD als Nazis entmenschlichte und wie Alice Weidel darauf reagiert hat und wie dann Sarah Wagenknecht meinte, darauf reagieren zu müssen. Jetzt im Folgenden der Ausschnitt, danach ein paar Worte dazu. Ich glaube auch, dass das Ergebnis der Europawahl viele Menschen noch mal wachrüttelt, dass die Nazis bei dieser Wahl stärker geworden sind. Ich glaube, da wachen viele auf, kämpfen auch für die Demokratie. Also es wird etwas anderes sein, als das am heutigen Abend der Fall ist. Wen meinen Sie denn damit? Das wissen Sie, dass ich die AfD und Sie meine. Sie haben mich und die Partei gerade als Nazis bezeichnet. Ja. Okay. Das ist gerichtsfest. Interessant. Frau Wagenknecht, Sie müssen das ist ein Gerichtsurteil. Nein, das ist eine Unverschämtheit. Also Lars Klingbeil hat sich in Antifa-Manier benommen wie ein Nazi. Er hat entmenschlicht. Er hat diffamiert und entmenschlicht und sehr wahrscheinlich genau wissend, dass es unwahr ist, was er sagt. Sehr wahrscheinlich ist es genau die Lust an der Lüge, die ihn beflügelt, so zu handeln. Also nicht nur reiner Opportunismus, sondern es macht ihm richtig gehend Spaß. Lars Klingbeil ist schon oft so aufgefallen, dass er die AfD-Leute als Nazis beschimpft hat. Das ist nicht das erste Mal. Alice Weidel hat dann so reagiert, wie man das von ihr kennt und wie man es liebt. Sie hat das sehr glaubwürdig zurückgewiesen und es eine Unverschämtheit genannt. Und genau diese Wortwahl, mir gefällt es sehr gut. Gleich im Anschluss wurden aber die Schwächen von Alice Weidel deutlich. Bei den Ausführungen von Sarah Wagenknecht, die wir uns dann gleich genauer angucken werden, hat sie nicht interveniert, hat sie auch nicht den Kopf geschüttelt, sondern sehr wahrscheinlich hat sie genau gewusst, dass das kommt und sie nimmt es bewusst in Kauf. Sie beschützt ihre Parteikollegen so wenig wie möglich. Oder sie denkt, ja, die sind selber schuld. Oder man kann nur spekulieren, was sie denkt. Jedenfalls schützt sie die Leute nicht. Das ist hier auffällig und das ist schon oft auffällig gewesen. Gucken wir uns jetzt die Passage von Sarah Wagenknecht genauer an. Man sollte auch mit der AfD etwas differenzierter umgehen. Ich finde, was gegen die AfD spricht, ist, dass sie tatsächlich Leute in ihren Reihen hat, wie Herrn Höcke, die man einen Faschisten nennen kann. Auch Herr Krah, wenn er sagt, also nicht jeder, der bei der SS war, war ein Verbrecher. Also das heißt, er findet diese Organisation offenbar nicht besonders kriminell. Schauen wir uns jetzt das Wichtigste nochmal genau an. Herr Krah, wenn er sagt, also nicht jeder, der bei der SS war, war ein Verbrecher. Also das heißt, er findet diese Organisation offenbar nicht besonders kriminell. Und diese Passage ist aus dem Grund besonders erschreckend, weil Sarah Wagenknecht im rechten Spektrum oder im alternativen Spektrum, wie man es nennen mag, eine hohe Glaubwürdigkeit besitzt. Das heißt, wenn sie die AfD schlecht darstellt, sie rechtsextrem nennt, dann ist es extrem glaubwürdig für viele Leute. Natürlich besonders für die Leute, die keine alternativen Medien konsumieren. Das heißt, sie hält potenzielle AfD-Wähler, die im Moment CDU, SPD, Grüne und so weiter wählen, die an die Narrative der großen Medien glauben, sie hält sie wirksam von der AfD fern, weil natürlich eine Partei, die Rechtsextreme in ihren Reihen duldet, und es ist vollkommen egal, ob jetzt alles weiter rechtsextrem ist oder nicht, es reicht aus, wenn bekannte Spitzenpersonen rechtsextrem sind, so eine Partei ist natürlich unwählbar. Wer sich mit Verbrechern gemein macht, auf solch eine Weise gemein macht, dem schenkt man nicht sein Vertrauen. Das ist vollkommen klar. Interessant ist auch hier, dass sie noch Lars Klingbeil belehrt, wie man die AfD sozusagen richtig diffamiert. Und woran erkennt man jetzt genau, dass Sarah Wagenknecht das nicht ehrlich meint, sondern dass es Heuchelei ist, dass es Diffamierung ist, dass sie es wieder besserem Wissen sagt? Und das Entscheidende ist hier die Implikation, also die Schlussfolgerung, die sie zieht. Sie zitiert Krah, dass er sagt, nicht jeder bei der SS ist ein Verbrecher, was natürlich, wenn es anders wäre, jeder verurteilt worden wäre, was aber natürlich nicht der Fall war. Und jetzt impliziert sie daraus, dass Herr Krah damit sagt oder damit meint, die SS sei deswegen nicht besonders kriminell. Und das ist natürlich eine völlig verrückte Schlussfolgerung, weil mit derselben Schlussfolgerung hätte man ja auch damals Konrad Adenauer oder die Nürnberger Prozesse, die Staatsanwälte, die das erklärt haben, oder alle möglichen Leute, die das erklärt haben, ihnen müsste dann auch unterstellt werden, was natürlich völliger Unsinn ist. Und natürlich jetzt für uns mag das egal sein, aber jetzt im Fall von Maximilian Krah, seine Frau hat Verwandte, die anscheinend in der SS waren, Vorfahren, und natürlich geht es da um die Ehre.
Und ich kenne jetzt die Vorfahren von Maximilian Krahrs Frau nicht. Aber anscheinend ist die Ehefrau von Maximilian Krahr der Meinung, ihre Vorfahren, es seien keine Verbrecher gewesen. Das können wir jetzt gar nicht beurteilen. Auf jeden Fall hat Maximilian Krahr erklärt, dass Leute sich entscheiden mussten, in die SS zu gehen, um nicht in die reguläre, jetzt in dem Fall die ungarische Armee, gehen zu müssen, wo der Erste Weltkrieg gezeigt hätte, dass man dann sicher stirbt. Also dass es bestimmte Gründe gegeben haben kann, dass man sich der SS angeschlossen hat und dass man deswegen nicht sagen kann, dass jeder ein Verbrecher ist. Das hat er bei Thilo Jung erklärt und jeder, der sich mit Maximilian Krahr auseinandersetzt, der weiß das. Und natürlich, Sarah Wagenknecht muss das auch gewusst haben. Den Hintergrund, vor dem Maximilian Krahr das gesagt hat, dass es ja auch um seine Ehefrau geht. Aber auch generell, es ist einfach rechtsstaatlich, es ist ein sehr schwerer Vorwurf, wenn jetzt der eigene Vorfahr ein Verbrecher genannt wird. Die Implikation ist einfach unzulässig, dass nur, weil er das gesagt hat, er die SS verharmlost hat. Sarah Wagenknecht hat eine Doktorarbeit geschrieben. Sie weiß, wie man formuliert, wie man Schlussfolgerungen zieht. Und sie weiß auch ganz genau, dass das keine zulässige Schlussfolgerung ist. Aus dem Halbsatz, dass das eine zulässige Implikation ist. Und auch Alice Weidel weiß das, weil wenn es so wäre, dann müsste Maximilian Krahr aus der AfD ausgeschlossen werden. Das heißt, was Sarah Wagenknecht macht, aus meiner Sicht, das ist die unterste Schublade. Und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass, weil sie ja immer die AfD diffamiert hat, sehr wahrscheinlich nur aus dem Grund, zu diesem Zweck, sie lange Zeit sehr oft eingeladen wurde in die Talkshows und sich daraus ihre ganze Bekanntheit gründet. Und wenn es keine AfD und kein Querdenken gegeben hätte, wäre sie das erste Ziel gewesen und wäre sie nie eingeladen worden. Es ist ganz offensichtlich, dass Sarah Wagenknecht Narrative vertreten hat, die AfD auch vertreten hat, die von den großen Medien nicht gewünscht sind. Und sie hätten ja Sarah Wagenknecht einfach nicht einladen können, wie sie ganz viele nicht eingeladen haben. Aber Sarah Wagenknecht hat den Zweck erfüllt. Erstmal war sie in der Linke wirkungslos. Und sie hat den Zweck erfüllt, die Leute von der AfD fernzuhalten. Die Art und Weise, wie Alice Weidel auf die Beleidigung reagiert hat, war genau richtig. Aber sie hat nur sich selbst verteidigt. Und sie hat auch von vornherein gewusst, um den Kauf genommen, dass die Art und Weise, wie Büstrin und Krahr abgesägt wurden, dass es diesen Vorwürfen Tür und Tor öffnet und es dem großen Publikum wirksam verkauft werden kann, das muss sie gewusst haben. Und aus meiner Sicht, man merkt auch, sie wurde ja danach gefragt, wie die Bundestagswahl ausgehen kann. Und es war auffällig, dass sie nicht gesagt hat, dass die AfD wieder über 20% bekommen wird. Aus meiner Sicht, sie hat gewusst, was sie gemacht hat. Und so kann es jedenfalls aus meiner Sicht nicht weitergehen. Also entweder muss sich Alice Weidel entschuldigen oder auch Tino Chrupalla, sie müssen sich dafür entschuldigen, was sie jetzt in diesem ersten Halbjahr 2024 gemacht haben, oder wir müssen uns jemand anderen suchen. So telegen Weidel und Chrupalla auch sein mögen. Also mittlerweile ist auch Chrupalla sehr telegen und kriegt das mit den Auftritten gut hin. Und das ist ja nicht das Einzige, es wurden ja auch systematisch Abgeordnete blamiert, die in den Donbass gereist sind oder in den Donbass reisen wollten, um die Referenten zu beobachten, um überhaupt mal von dort zu berichten, was dort vorfällt. Was ja von den großen Medien verhindert wird. Irgendwie zu erkennen zu lassen, wie gute Aufbauarbeit dort von Russland geleistet wird. Und überhaupt, wie die Zustände in Russland sind, wie groß die Zustimmung für Putin ist, wie groß die Zustimmung auch in den neuen Gebieten im Donbass und Cherson und so weiter, Saporischia, wie groß die Zustimmung der Bevölkerung mittlerweile für Russland ist. Natürlich, die AfD-Abgeordneten hätten das berichtet, die großen Medien wollen das verhindern und Alice Weidel und die anderen haben es auch verhindert. Und natürlich, dass die Leute dort, die Leute in den Regionen so positiv Russland gegenüberstehen, das hat natürlich Gründe. Es hat auch die Gründe, dass sie mitbekommen haben, dass die Ukraine willkürlich Gebäude beschießt und so weiter und so fort. Und sie natürlich jetzt in den russischen Medien viele Hintergründe erfahren, die sie vorher nicht erfahren haben. Nur wenn Russland und Putin entdämonisiert werden, ist aus meiner Sicht möglich, die große Mehrheit davon zu überzeugen, wirksam zu überzeugen, dass Waffenlieferungen und diese Kriegsteilerei auf keinen Fall weiter geschehen kann. Und sie sich dann auch wirklich von den Parteien abwenden, die das verfolgen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.